Radioschildkröten. In meinem letzten Video, in dem ich euch meine Neuzugänge der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gezeigt habe, und zwar alles Bücher, die aus dem Frühlingsprogramm stammen, soweit ich mich erinnere zumindest, habe ich ja gesagt, dass ich mir auch schon die Herbstprogramme der Verlage angeguckt habe und da auch schon ein paar Bücher in den Blick gefasst habe, die ich gerne lesen wollen würde, beziehungsweise zwei habe ich schon im Buchladen bestellt, zwei beim Verlag angefragt, und da die Neuzugänge irgendwie scheinbar gut bei euch angekommen sind, zumindest hatte ich so das Gefühl, dachte ich mir, ich erzähle euch jetzt einfach auch mal, welche Bücher ich aus den Herbstprogrammen schon ins Auge gefasst habe, und ich habe meinen Zettel verloren, auf dem ich das alles aufgeschrieben hatte bei meiner Recherche, und musste jetzt wirklich nochmal durchgucken und habe aber zumindest die Bücher wieder gefunden, an die ich mich, die ich unbedingt lesen möchte und die ich auch schon bestellt habe teilweise. Und dazu erzähle ich euch jetzt einfach mal ein bisschen, was ich eben schon weiß. Das erste Buch ist ein Buch, auf das ich mich schon seit Anfang des Jahres freue, und das habe ich euch auch schon gezeigt, ich glaube in meinem 20 Bücher für 2020 Video. Das ist nämlich der neueste Roman von Sven Stricker. Sven Stricker ist ein Potsdamer Autor. Ich mochte Mensch Rüdiger von ihm unglaublich gern. Ich mag seine Sörensen-Krimis unglaublich gern. Da kommt der dritte Band nächstes Jahr raus. Und jetzt im August, nämlich am 18. August, erscheint ein Nicht-Krimi-Roman, Bin noch da, heißt er. Und es geht darin um eine Vater-Sohn-Geschichte. Es geht um Moritz, der ist 38 Jahre alt, hat seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern, und dann steht irgendwann sein Vater vor der Tür und sagt ihm, die Mutter ist gestorben. Und der Vater hat jetzt auch keinen Lebenswillen mehr und möchte eigentlich auch in den Tod gehen, und der Sohn soll ihm helfen, das alles vorzubereiten. Und der ist natürlich völlig überfordert und weiß gar nicht so richtig, damit umzugehen. Und darum geht es in dem Buch. Und auf dieses Buch freue ich mich wirklich, wirklich schon sehr, sehr. Dann, das zweite Buch habe ich entdeckt bei meiner Recherche, und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist nämlich das neue Buch von Alexa Henning von Lange. Vielleicht erinnert ihr euch daran, ihr Buch Kampfsterne war, glaube ich, das erste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, und das hat mich ziemlich umgewuppt. Und ihr neuestes Buch, achso, Sven Strickers Buch erscheint bei Rowohlt. Mann, ich bin schon wieder sortiert hier. Super. Das neue Buch von Alexa Henning von Lange erscheint bei Dumont, auch am 18. August. Und es heißt Die Wahnsinnige. Und die Wahnsinnige ist in dem Fall Johanna von Kastilien. Das ist die Tochter von Isabella der Katholischen. Das Ganze spielt 1503 in Spanien. Ein historischer Roman also, was ich schon mal total spannend finde, weil historische Romane können mich ganz schnell sehr, sehr nerven. Ich habe früher sehr, sehr gern historische Romane gelesen. Heute finde ich sehr selten einen, der mich packt. Till von Daniel Killmann war definitiv so einer, der mich sehr gepackt hat. Und ich hoffe, dass der mich auch packen wird. Er ist, glaube ich, auch gar nicht so lang. Also ist jetzt kein riesen dicker Wälzer. Ich glaube 200, 300 Seiten, irgendwie so. Und ja, es klingt super gut. Es ist eine historische Frauenfigur. Ich freue mich schon sehr. Dann, auf das nächste Buch bin ich auch schon sehr gespannt. Von Saya Alexander, Erdbebenwetter heißt das. Das erscheint am 22. August bei Klett-Cotta. Und es wird beschrieben als ein moderner Hexenroman. Und so wie sich das liest, ist das so ein bisschen Urban Fantasy mäßig vielleicht. Es geht um eine Frau, Lou heißt die. Und die lebt in L.A., wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Die Autorin ist auch Potsdamerin, also sie pendelt wohl, ich weiß nicht, in der Biografie steht, sie lebt in Potsdam und L.A. Also auch sehr spannend. Und diese Frau wird in die Welt der Hexer eingeführt, und dann passieren Dinge, und das klang sehr, sehr gut, und ja, ich bin sehr gehypt darauf, muss ich gestehen. Dann das nächste Buch ist aus der Frankfurter Verlagsanstalt, erscheint am 27.08. und heißt Couscous mit Zimt von Elsa Köster. Das ist ein Debütroman. Elsa Köster schreibt für den Freitag. Das ist eine Zeitung, die ihr vielleicht kennt. Und es geht darin um eine Familiengeschichte. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, um drei Frauen, um Generationengeschichte. Und die Familie oder zumindest die Frauenlinie stammt ursprünglich aus Tunesien, und es geht halt auch
darum, wie damit umgegangen wird und lebt jetzt in Frankreich. Und Elsa Köster, ihre Mutter hat auch tunesische Wurzeln wohl. Und also es ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine eigene Familiengeschichte. Jedenfalls klingt es sehr, sehr spannend. Dann das nächste ist auch ein Debüt. Es sind mehrere Debüts dabei und sehr viele Frauen. Eigentlich, ich glaube, bis auf Sven, alles Frauen. Das nächste Debüt bei Hansa Berlin erschienen, oder noch nicht erschienen, sondern erscheint am 17. August von Verena Kessler, Die Gespenster von Demmin. Ich hoffe, dass man das ausspricht, ich denke aber mal. Demmin ist eine Kleinstadt, in der sehr, sehr viele Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Rote Armee einmarschiert ist, Selbstmord begangen haben. Und in diesem Buch geht es um eine junge Frau, Larry, die in dieser Stadt lebt und sich jetzt aber nicht besonders für die Geschichte interessiert, sondern sie will eigentlich nur raus, sie langweilt sich da, will Reporterin werden. Und dann geht es gleichzeitig um eine alte Dame, die ins Seniorenheim soll und dabei Erinnerungen hochkramt und natürlich wahrscheinlich auch an diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich weiß nicht, ob die beiden sich dann irgendwie begegnen, aber jedenfalls geht es um die beiden. Und auch das klingt spannend, wenn es gut gemacht ist, finde ich. So, dann das nächste Buch erscheint bei Hansa, auch im August, 17. August, von Ronja Ottmann oder Othmann, Die Sommer. Und darin geht es um Leila, eine junge Frau, die in München lebt, aber deren Vater aus Nordsyrien stammt, aus einem Dorf, und sie besucht dort öfter auch, oder ich weiß nicht, ob der Vater tatsächlich daraus stammt, aber ihre Großeltern leben dort jedenfalls noch, und sie pendelt halt immer zwischen diesen beiden Städten, zwischen München und diesem Dorf, sieht, was in Syrien passiert, kommt dann wieder nach Deutschland, wo die Situation ganz anders ist, und ich glaube, es geht so um den Konflikt dieser beiden Welten und wie sie damit umgeht. Und das finde ich sehr spannend, hochaktuell. Wenn das gut geschrieben ist, kann das, glaube ich, sehr gut sein und auch sehr augenöffnend nochmal, um Dinge zu verstehen. Und das letzte Buch ist, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es lesen möchte. Allerdings steht die Autorin schon sehr, sehr lange auf meiner Liste. Und zwar ist das Susha Bank oder Susa Bank. Ich weiß nicht genau, Susha Bank. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Ist aber eine sehr bekannte Autorin, ja. Und bei Fischer erscheint am 9. September ihr neues Buch, nämlich Sterben im Sommer, in dem es um den Abschied der Protagonistin von ihrem Vater geht. Ich denke mal, wahrscheinlich geht es auch um den Abschied von ihrem eigenen Vater. Und ich habe diese Woche ein Interview mit einem unserer städtischen Buchhändler geführt, nämlich mit Carsten Wist, weil sein Literaturladen dieses Jahr 30 Jahre alt wird. Wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch geführt. Ich verlinke euch den Artikel mal, also das Interview mal unten in der Infobox, weil das wirklich, es war einfach wirklich ein schönes Gespräch. Und er ist sehr verbunden mit Susha Bank. Ich sage jetzt einfach mal Susha Bank. Und freut sich auch schon sehr auf den neuen Roman, was eine große Auszeichnung ist, denn mit deutschsprachiger Gegenwartsliteratur hadert er so ein bisschen, was ich sehr spannend finde. Und sie ist aber eine von denen, die er sehr mag. Genauso wie Judith Herrmann, deren neues Buch im Frühling erscheint. Im Frühling. Und das wird ein Roman. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Ja, deswegen bin ich neugierig auf dieses Buch von Susha Bank, Sterben im Sommer, das im September erscheint. Und ich habe die große Hoffnung, dass sie vielleicht nach Potsdam kommt zu einer Lesung, und dann ist der Grund natürlich noch mehr da, um es zu lesen. Genau, und das waren die Bücher. Ich glaube, es waren jetzt, Moment, ich ziehe nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Bücher aus dem Herbstprogramm. Das ist ja schon eine ganz, ganz schöne Menge. Allein nur deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Ich hatte mir auch noch andere Titel aufgeschrieben, die aber leider auf dem Zettel stehen, den ich verbummelt habe. Ich hoffe, dass ich ihn wiederfinde. Sonst muss ich alles nochmal durchgucken, wo auch nicht deutschsprachige Autoren waren, die mich interessiert haben. Aber ja, muss ich dann erstmal wiederfinden. Aber das sind die, die ich auf jeden Fall lesen möchte. Schreibt mir gerne. Ach so, und dann natürlich noch Cornelia Funke, der vierte Teil von Reckless. Das ist ja auch deutschsprachige Gegenwartsliteratur, aber es ist natürlich Fantasy. Aber auf den freue ich mich auch schon sehr, sehr. Genau, aber das war es jetzt wirklich mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon aus dem Herbstprogramm Bücher habt, auf die ihr euch total freut, und ob eines der Bücher euch hier vielleicht interessiert.
Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag oder wenn ihr das Video erst im Laufe der Woche seht, dann einen schönen Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr es guckt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.